In vielen Videos haben wir es angekündigt und jetzt werden wir es machen. Wir sind Fans von der Bordeaux-Serie von Abus, aber die Frage ist, ist das Schloss knackbar oder nicht? Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und ja, dieses Video wird dieses Video sein, wo wir endlich mal anfangen, einen Abus Bordeaux zu knacken. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Blabla von Anfang für die Kommentare vom letzten Video, aber ich will es aber entsprechend einleiten. Wir sind ein Fahrgeschäft und wir empfehlen die Abus Bordeaux Serie. Und das hat verschiedene Gründe und die werden wir uns einmal gemeinsam anschauen. Was ist ein Abus Bordeaux? Ein Abus Bordeaux ist ein Faltschloss. Das heißt, wir können es zusammenfalten wie ein Meterstab sozusagen und können es auseinanderfalten, wenn wir es brauchen. Warum bin ich so ein Fan von dieser Serie? Ich komme aus der Zeit, wo das sicherste Schloss ein Bügelschloss war. Das kennt ihr bestimmt noch. Das war immer sehr sicher, aber hatte den Nachteil, dass es starr war. Das heißt, es hat echt Probleme, irgendwo ranzukommen. Und das hier ist genauso sicher, aber es ist flexibler in der Handhabung, weil es sich bewegbar macht. Dazu ist es zusammenfaltbar und in so einer Halterung mit drin, sodass wir das am Fahrrad gut unterbringen können und ich nichts Klapperndes oder Schepperndes am Fahrrad habe, was ich persönlich super nervig finde bei allen Kettenschlössern. Das heißt, wir haben ein Fahrradschloss, was gut untergebracht ist und auch sicher ist. Und das sind natürlich gute Argumente für ein Faltschloss. Abus hat verschiedene Varianten davon und ich möchte in diesem Video die drei häufigsten Varianten vorstellen und dann werden wir auch versuchen, diese Varianten mit unserem System des Knackens mit der Säge, mit der Knipex-Zange und mit dem großen Bolzenschneider zu knacken. Bevor du jetzt halt aufschreist und sagst, ja, sie wollen es ja nicht knacken mit dem Nusssprenger, sei hier eins gesagt, wir wissen, dass wir es damit knacken können. Ja, es gibt für fast jedes Schloss eine spezielle Variante des Knackens und der Mutternsprenger, glaube ich, heißt das, damit geht das Faltschloss sehr einfach auf. Aber ganz ehrlich, wenn du Pech hast, ist jedes Schloss knackbar. Wenn du an den Falschen gerätst, der muss nur einen hydraulischen Bolzenschneider in der Hosentasche haben, weil er halt Profi ist, dann geht jedes Schloss auf, in der kürzester Zeit, ohne viel Geräusch. Das heißt, wenn du wirklich die absolute Sicherheit haben möchtest, dann empfehlen wir dir, eine Fahrerversicherung abzuschließen. Das klingt jetzt banal und auch einfach, aber das ist der einzigste wirksamste Schutz, dass du ohne Fahrrad dastehst. Du brauchst dann ein Schloss, das Fahrrad fest wo dran gesperrt ist, und dann ist es versichert und dann hast du den Wiederbeschaffungswert, hast du dann wieder. Alles andere, egal welches Schloss, ist knackbar. Ja? Und zwar wirklich ist es egal, welches Schloss. Das heißt, wenn du Pech hast und an einen Profi gerätst, dann ist dein Fahrrad innerhalb kürzester Zeit ohne viel Aufwand weg. Zum Glück aber laufen von 100 Diebstählen sind nicht 100 Leute Profi, sondern es gibt ganz, 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 ganz viele Amateure dabei und die versuchen das mit einer Säge, mit einer kleinen Zange, mit einem großen Bolzenschneider. Die wenigsten sind wirklich gut organisiert und das ist das Glück, was wir haben und deswegen machen wir auch diesen Test mit unseren drei Werkzeugen Säge, kleine Knipex und großer Bolzenschneider. Und ja, wenn wir es geschafft haben oder wenn wir mal daran gedacht haben, einen Mutternsprenger zu organisieren, dann knacken wir auch den einen oder anderen mal einen Bordeaux mit einem Mutternsprenger. Aber es gibt genug YouTube-Videos, wo wir wissen, dass es funktioniert. So, wir haben jetzt drei verschiedene Schlösser. Und zwar haben wir einmal das normale Bordeaux 6000, wir haben einmal das Bordeaux Light und wir haben das Bordeaux X+. Lass uns einmal kurz anschauen. Wir haben ungefähr einen Preisbereich um die 75 Euro, um die 85 Euro, um die 125 Euro. Vom Gewicht her haben wir bei dem Light, also hier das linke Schloss, das leichteste Schloss. Das wiegt irgendwie um die 600-700 Gramm. Wir können es mal hier auswiegen. 672 Gramm, eigentlich nur mit einem Schlüssel, also ein bisschen schwerer. Dann mit Halterung gemessen 1206 Gramm das Bordeaux und das massivste Schloss, Sicherheitsstufe 15, ist mit 1742 Gramm das schwerste. Es gibt von jedem Schloss verschiedene Varianten. Es gibt das Bordeaux. Ja, das Bordeaux noch in der Big-Variante, das heißt mit mehr Gliedern. Es gibt es mit Zahlen, es gibt auch mit Zahlen. Das gibt es nicht mit Zahlen. Das Bordeaux gibt es noch in der großen und der kleinen Variante mit 85 und 75, glaube ich, Zentimeter Umfang. Also es gibt verschiedenste Varianten noch von dem Schloss. Es gibt noch ein
einen Alarm, es gibt noch einen Light-Kombi, irgendwas. Also es gibt verschiedenste Varianten, aber das sind die drei gebräuchlichsten. Meine Vermutung ist, dass das hier natürlich am schwersten zu knacken sein wird. Ich denke mal, dass wir da echt Probleme haben werden, es aufzukriegen. Das hier, da bin ich mal gespannt, das denke ich mal, werden wir nur über die Bolzen aufkriegen. Und das hier, glaube ich, wird relativ simpel. Aber dieses Schloss fahre ich. Ja? Warum? Ich fahre ein relativ leichtes Fahrrad. Und ich bin der Meinung, auch wenn ich ein leichtes Fahrrad fahre, will ich das nicht mit dem schwersten Schloss absperren. Ich fahre von meiner Situation nur an Orte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt halt aus Versehen jemand dran vorbeiläuft und sagt, das Fahrrad klaue ich mir heute. Das heißt, ich fahre jetzt mal zum Schwimmbad, ich fahre mal ins Fitnessstudio, ich fahre mal zum Einkaufen. Aber das sind nicht Orte, wo ich regelmäßig hinfahre und wo das Fahrrad auch nicht lange steht. Also das empfehle ich trotzdem jedem, der, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir es leicht knacken können, empfehle ich es trotzdem als Standardschloss, wenn du nicht oft regelmäßig an Orte hinfährst. Wenn du regelmäßig an die U-Bahn, an potenziell gefährliche Orte, also wenn du zum Beispiel morgens um 9 Uhr zum Arbeiten fährst, sonst fahrst du draußen auf der Straße und abends um 18 Uhr fährst du wieder nach Hause, dann brauchst du ein Schloss, was sehr gut ist, weil das ist eine Regelmäßigkeit, wo jemand dich beobachten kann und weiß, okay, immer um 9 Uhr sperrst du das Fahrrad ab und dann habe ich ein paar Stunden Zeit. Oder steht mal nachts an der Bar oder wo auch immer, also potenziell gefährliche Orte, würde ich Minimum das hier nehmen. Und wenn du das Gewicht nicht scheust, dann dieses Schloss hier. Ja? In München sind wir da relativ verwöhnt. In anderen Städten, wie zum Beispiel Berlin oder Frankfurt, da führt eigentlich an diesem Schloss kein Weg vorbei. Ja? Das zeigen auch die Zahlen. So, wir starten mit der Light-Variante. Und wir schließen das so ab, dass wir es möglichst hoch haben. Ja? Und weil dann können wir mit dem Bolzenschneider nicht drankommen. So, wir haben ein Video gesehen oder wir haben ein paar Kommentare gehabt, die gesagt haben, wir sollen einfach das Rad drehen. Ohne Werkzeug, ohne irgendwas. Einfach nur das Rad drehen, weil dann schon genug Kraft da ist. Und so würde ich aber gerne starten. Ne? Wir haben jetzt das leichteste Schloss, es wird am einfach zu knacken sein. Und wir drehen jetzt einfach mal das Fahrrad und schauen, ob wir damit den Ding knacken können. Deswegen haben wir auch so eine alte Mühle hier genommen. Wenn da jetzt Kratzer reinkommen, interessiert keinen. Wir haben es gut abgesperrt, es hat relativ wenig Spiel. Und jetzt schauen wir, ob wir das irgendwie drehen können. Bist du bereit? Komm auf die andere Seite rüber, das biegt sich hier. Aber es bricht nicht. Knoten reingemacht. Oh. Aber ich hänge mit meinen Pedalen hier. Relativ anstrengend, würde ich sagen. Machen wir Platz.
sind aber schon über die 3 Minuten, ne? Alter. Damit geht's nicht. Ja, aber ich komme nicht ran. Ja, doch so. Ich ging ja nie wieder von dem Rad weg. Also dafür, dass es die Light-Variante ist. Ja, finde ich, hat es mal ziemlich viel ausgehalten. Ne? Klar, der Bolzenschneider war dann easy, aber das Verdrehen, no way. Das hier ein bisschen durch, aber es hat nicht gereicht, um das Fahrrad wegzukriegen. Ja, also es hat mehr durchgehalten, als ich eigentlich dachte. Aber der Bolzenschneider ging dann doch recht schnell durch. Ne? Bolzenschneider war easy. Ja, also der Bolzenschneider war easy. Aber das Verdrehen, das Ganze, das war nicht so easy. So, probieren wir das Bordo 6000, oder? Test Nummer 2, das Bordo 6000. Wieder gleich abgesperrt. Das mit dem Verdrehen sparen wir uns jetzt mal, das Fahrrad ist schon halb kaputt. Also das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, mit der richtigen Technik kann es funktionieren, aber dass das Fahrrad dann noch hält, weiß ich nicht. Jetzt probieren wir erstmal zu sägen. Hast du? Ja, ne? Ich glaube, da sägen wir noch lange. Da eine Knipex. Da passiert auch nicht so viel. Ja, ich war nicht weit genug unten, ich komme also am Boden runter. Nicht wirklich, ne? Mal ganz rein. Hat ein bisschen geknackt. Hey. Bolzenschneider geht. Das war überraschend. Ist der durchs Material? Ja. Einmal durch. Jetzt brauchen wir mal die Bonusvariante, weil irgendjemand hat gesagt, man kann hier auch komme ich gar nicht rein. Nee. Also das war leichter als gedacht, aber wir mussten mit dem Bolzenschneider auf den Boden runter gehen. Und jetzt das letzte, das X Plus. Das ist schon irgendwie deutlich massiver. Und da werde ich jetzt Probleme haben, um die Laterne rumzukommen, glaube ich, weil weniger Durchmesser. Na komm, nochmal.
Rad jetzt nicht mehr drehen, weil es ist kaputt. Von unserem vorherigen Drehversuch. Also wir alle immer die sagen, es geht nicht um Laterne rum. Ich finde, es geht locker um Laterne rum. Ich glaube, Knipex und Säge können wir uns sparen. Ja, hat er vorher nicht funktioniert. Dann gehen wir direkt hier mit dran, oder? Ist bereit? Ein bisschen ist schon drin. War das der Bolzenschneider? Ich weiß es nicht. Oh, ein bisschen ist schon drin. Immer noch. Wow, 5,5 mm. Ja, aber also der Aufwand war jetzt schon groß, würde ich sagen. Wir müssen mal die Zeit messen nachher im Schnitt. Aber ich würde sagen, so 2-3 Minuten waren wir schon jetzt beschäftigt. Aber auch das zeigt, jedes Schloss ist knackbar. So, jetzt wisst ihr auch, warum wir keinen Muttersprenger brauchen. Weil es geht auch ohne. Und diese Bolzen hier sind gar nicht das Thema. Wer jetzt halt sagt, wow, das ist ja kacke, ich gebe mein Bordeaux sofort wieder zurück, da will ich nochmal auf die Verhältnismäßigkeit bzw. im Vergleich zu anderen Schlössern hinweisen. Jedes Schloss ist knackbar. Wenn du 100% sicher gehen willst, kauf dir das Hiplock und schließ die Versicherung ab. Ja, das ist sozusagen momentan die Erkenntnis. Aber auch wir als Fahrgeschäft werden dieses Schloss trotzdem weiter verkaufen. Es hat einfach ein paar Benefits, die ich sehr gut finde. Die Faltbarkeit, das Anbringen am Fahrrad und wir mussten schon massiv Gewalt aufbringen, um jetzt halt das X-Plus oder das Bordeaux knacken zu können. Durchs Verdrehen haben wir es jetzt nicht hinbekommen, aber das Light konnten wir relativ simpel mit dem Bolzenschneider knacken. Ich werde es trotzdem weiterhin fahren, weil ich der Meinung bin, dass wir schon fast einen Profi mit einem guten Bolzenschneider erwischen müssen, damit er dieses Schloss aufknackt. Und wer sicher gehen will, geht aufs Bordeaux oder aufs Bordeaux X Plus. Wir kriegen kein Geld von Arbus dafür. Ja, wir verkaufen die im Laden, aber wir sind auch nicht an Arbus gebunden. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen was anderes verkaufen, verkaufen wir was anderes. Ja? Aber wenn du dir den Markt anschaust, auch nur vergleichen wir es mit einem Hiplock. Hiplock wiegt fast 2 Kilo. Das heißt, es ist fast doppelt so schwer wie das Bordeaux und nochmal 200-300 Gramm schwerer als das X Plus. Da ist mehr Masse da, also ist auch mehr, mehr Widerstand da. Und es gibt ja von Bordeaux auch die City Chain irgendwas. Das ist nochmal ein richtiges Drum. Aber das können wir am Fahrrad schlechter unterbringen und es hat auch weniger Gewicht. Ja? Deswegen bin ich der Meinung, dass das Schloss für das Gewicht, für den Preis eine gute Sicherheitsstufe hat und ist nach wie vor von uns empfehlenswert. Wer sicherer gehen will, geht nochmal eine Stufe höher mit dem Hiplock oder mit der City Chain oder mit einer Versicherung. Geht nicht anders. Aber ihr müsst auch die negativen, also die Nachteile davon tragen, dann eben mit der schlechten Unterbringung, mit dem Mega-Gewicht, ja, das Hiplock wiegt fast 2 Kilo, da muss jeder für sich wissen, was ihm wichtig ist. Sicherheit, X Plus oder Hiplock oder City Chain. Sicherheit, Kompromiss und Gewicht und Handhabung würde ich zum Bordeaux
oder zum Bordo Light gehen. Da würde ich auch zum Hiplock Light gehen, weil das ist eine coole Möglichkeit für Rennradfahrer, das um die Hüfte rumzuwickeln. Aber ich persönlich finde es sinnvoller, wenn das Schloss am Fahrrad dran hängt und ich nichts irgendwie um die Hüfte rum habe. Auch so Fallrisiko und sowas fand ich einen guten Einwand. Ja, ich bin mega auf eure, Kommentare gespannt. Für all diejenigen mit Motorspringer und Co. Schreibt mal was dazu. Schreibt mir eure Erfahrungen. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr von uns sehen, dann drückt auf den Abonnieren-Button. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das unterstützt uns. Das ist eine ganz einfache, kostenlose Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen auf unserem Weg zum größten YouTube-Channel Fahrrad. Und wenn ihr sagt, ihr sucht ein Schloss, dann haben wir euch trotz allem die Links unten reingesetzt zu den passenden Schlössern, auch nochmal zum Hiplock. Wie gesagt, ich habe euch erklärt, für was ich das einsetzen würde. Und es tut überhaupt nichts, wenn ihr hier das passende Schloss für euren Einsatzzweck auswählt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.